In welchen Schritten löst man eine statistische Fragestellung? So, erstmal gedanklich wieder einen Schritt zurücktreten und einmal durchatmen. Schritte, das heißt also, dass die Struktur der Lösung sind Schritte. Erster, zweiter, dritter, vielleicht noch ein vierter, wir wissen es nicht, aber können wir ja schon mal hinschreiben. So, eine statistische Fragestellung. Was ist eine statistische Fragestellung? Ja, eine Fragestellung zum Beispiel, wie hoch ist der Anteil von X an Y? Ja, das ist eine statistische Fragestellung, also Zahlen, eine Zahlenfrage im weitesten Sinne. Analyse der Ausgangssituation ist nie verkehrt. Ja, und wenn Sie hier am Anfang nur hinschreiben, erstens Ist-Situation, dann ist das immer richtig, egal wie die Frage lautet. Zweitens, und das ist jetzt typisch für diese statistische Fragestellung, erfassen des Zahlenmaterials. Ja, jetzt machen Sie eine Feldforschung zum Beispiel, Sie interviewen Leute oder Sie machen eine Beobachtung, wie auch immer. Sie erfassen das Zahlenmaterial. So, jetzt haben Sie eine ganze Menge Zahlen erfasst. Jetzt kommt als nächstes Aufbereitung des Zahlenmaterials. Jetzt werden daraus Tortendiagramme oder Balkendiagramme, das ist die Aufbereitung des Zahlenmaterials. Wenn Sie hier schreiben, Visualisierung des Zahlenmaterials, ist das genauso richtig. Und viertens dann die Auswertung des Zahlenmaterials. Ja? Also erster Schritt ist Analyse, Erfassen des Zahlenmaterials, Aufbereiten, Auswerten. Ja, leuchtet ein, leuchtet ein. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter dem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden, dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.